Informationen finden Sie auf unserer Website www.kultursommer.wien. Und was Sie jetzt gleich erleben, ist nicht irgendein A Cappella-Konzert mit einer A Cappella-Gruppe, sondern was Sie jetzt erleben, ist ein vergnügliches Vokal-Varieté. Weltmusik auf Wienerisch mit ein wenig Poesie, mit ein bisschen am Grand, aber in jedem Fall mit ganz, ganz viel Charme. Ashanti heißt die Gruppe. Ashanti, das klingt ja auch schon sehr wienerisch, viel wienerischer als Erdnuss zum Beispiel. Freuen Sie sich also nun auf A Cappella-Gesang auf wirklich höchstem Niveau und begrüßen Sie bitte Leni Lust, Ursula Gerstbach, Doris Schillein und Franz Alexander Langer. Ashanti. Entstehungsgeschichte ist eine lange Geschichte, ich möchte es einfach kurz fassen. Wir sind alle sehr A Cappella, also wir haben viel A Cappella Erfahrung und ich wollte wieder ein schönes Projekt machen, aber diesmal mit Wienerlied und ganz authentisch. Wir wohnen hier in Wien, wir sind hier in Wien, also einfach Wiener Musik machen. Ich wohne seit mehr als 15 Jahren schon in Meidling. Ich habe hier mein Haus, mein Auto und mein Liebling. Seit 13 Jahren fahre ich Fiaker für Touristen. Und in die Ferien gehe ich Skifahren auf die Pisten. Ich stehe morgens auf und gehe dann zur Arbeit. Und ins Kaffeehaus gehe ich immer in die Freizeit. Und auch beim Fußball war ich immer schon Rapidler. Sogar die Unterwäsche trage ich im Grunewein. Ja, bald nicht mehr, weil die Damen sehr selbstständig in der Hutauswahl geworden sind. Ein Hut kommt sogar in einem unserer Lieder vor, der aus Lenis feiner Werkstatt. Ja. Genau. Ich kenne die Leni schon seit vielen Jahren. Wir hatten schon einmal ein A Cappella-Ensemble zusammen. Ja, und jetzt hat sie, vielleicht ist es auch schon wieder 5-6 Jahre her oder so, gell? Haben wir uns im Kaffeehaus getroffen und sie hat gesagt, sie möchte einmal noch eine wirklich supere, feine, leibernde A Cappella-Gruppe machen. Und hat sie mich dazu eingeladen. Das jüngste Mitglied der Gruppe. Darf ich verraten? Ja. Ja. Ich bin die sogenannte Ersatznuss der Gruppe, weil ich die großartige Caroline Athanasiadis vertrete, wenn sie anderweitig beschäftigt ist. Und das mache ich seit dem letzten Sommer. Ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein darf. Es macht ganz großen Spaß mit euch. Und das macht sie auch absolut großartig. Ich war ja vor 11 Jahren bei den Echten und habe mich schon sehr gesehnt nach einem herausfordernden Projekt. Und dann kam die liebe Leni auf mich zu und hat mich quasi abgeworben. Und die ersten Proben, das war wirklich, ich meine, man möchte jetzt nicht tief stapeln, aber schon so, dass ich zum ersten Mal in meiner ganzen A Cappella-Laufbahn mir gedacht habe, jetzt muss ich üben, weil das, was die hier am Niveau vorlegen, das ist schon was ganz Außergewöhnliches. Ich Konzertfach, Klavier studiere, dirigieren, Komposition, aber es war immer das Singen ein großer Teil meines Lebens. Also sowohl in meinem Tonstudio tätig, als auch als Texter, als Arrangeur, auch gerne als Arrangeur für Ashanti und natürlich als Musiker in allen Bereichen. Ich bezeichne mich immer als eine Gretel Dampf in kreativen Gassen. Ich mache so ziemlich alles, was kreativ ist. Da fragt man mich, da kenne ich mich aus, da bin ich ein Fisch im Wasser. Und für das reale Leben brauche ich dann jemanden anderen. Ja, also einen Alakshan ausfüllen, das ist nicht so toll, aber man kann mich fragen, ob jetzt Zeichnungen, ob Texte, ob Regie, ob Musik, da kenne ich mich aus. Heute haben wir einen kleinen Schwerpunkt auf dem Wienerlied, wobei da wir singen da sowohl die alten, bekannten
als auch einige neue, selbstgeschriebene und von Musikerkollegen und Kolleginnen komponierte Lieder, aber eben alles mit Wien-Bezug. Natürlich jetzt auch in Planung und auch jetzt schon kurz vor Fertigstellung unser abendfüllendes Bühnenprogramm. Man darf schon verraten, es geht um Spiel in der Zukunft. Wir treffen uns wieder und kriegen den Preis fürs Lebenswerk. Und auf dem Weg ergibt sich das eine oder andere Lied aus dem Kontext. Wie es halt jetzt bei allen Künstlern ist, derweil ist die Auftragslage halt noch immer nicht die allerbeste, aber wir haben schon mit dem Casanova Wien zum Beispiel, sind wir in Verhandlungen, dass wir dort auch spielen dürfen und freuen uns natürlich sehr darauf, das dort auch machen zu können. Ba 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 da.